Hallöchen, meine lieben Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator. Yay! Ja, ich bin zwischen den letzten beiden Folgen, vielleicht wenn es hochkommt, 100 Meter weit gefahren. Sagen wir mal, der Abstand hier zwischen den Pöllern ist der gleiche wie in Realität, also 50 Meter, dann wären das zwei Pfählchen. So, wir waren auf dem Weg zu einer Mission. Wir sollten die noch schaffen. Die 8 Minuten sind noch nicht rum. So, überlege ich bloß, machen wir erst die Mission und dann die Goldmünze oder erst die Goldmünze, dann die Mission? Wir machen zuerst die Mission. Weil die nächste Goldmünze, weiß ich schon, wo die ist. Da beim Leuchtturm ist eine. Also wenn ihr die noch nicht habt, ab zum Leuchtturm, Münze holen. Dann müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Wie kommen wir da am besten hin? Gibt es hier eine Straße rein, die ich nehmen kann? Das sieht mir irgendwie so aus, als ob man sich hier durchschlängeln könnte. So, dann hier durch. Mann, das hat hier eng gebaut. Da ist die Palette. So, wollen wir mal. Also. Halt, zack. Das sollte klappen. Zielen. Komm, komm, zielen. Hoch und am Kippen und noch ein Stückchen höher. Zack, passt. Und plupp, da ist blau aufgeleuchtet, wo wir hin müssen. Wo ist denn das? Kommt mir so bekannt vor. Das ist, glaube ich, der Campingplatz, ne? Auf 9 macht man die Map wieder aus. Lieber Drakeus, das hast du schon öfters als einmal gedrückt, solltest du eigentlich wissen. So. Ein bisschen wenig Fußgänger sind unterwegs, das verwundert mich. Also in LS13 waren immer recht viele Fußgänger unterwegs. So. Ich will ja mit so wenig Fehlern wie möglich fahren. Und wir können auch gleich mal den Tempomat benutzen. Ihr seht ja unten rechts. Unter der Geschwindigkeitsanzeige ist ja die Anzeige für den Traktor und die anderen Baugeräte. Die kann man ja mit G durchschalten. Ne? Seht ihr ja, was immer weiß aufploppt. Dann gibt es daneben eine Anzeige, wo jetzt die 43 steht. Mit der Tasten 1 kann man runterschalten, mit der Tasten 2 kann man höher schalten. Wir gehen mal runter auf 30 km/h, drücken die Taste 3 und schon ist der Tempomat drin. Das finde ich super im Vergleich zum LS13er. Da hatten wir ja die Tasten 1, 2, 3, 4. Mit vorgegebenen Geschwindigkeiten auf 1, 2, 3 und 4 war ja die vorgegebene Geschwindigkeit für Arbeitsgeschwindigkeit. Problem war aber, wenn der Helfer in einem Mähdrescher gesessen hat und mit Arbeitsgeschwindigkeit am Mähen war und ich daneben mit meinem Anhänger gefahren bin und auf Arbeitsgeschwindigkeit gestellt habe, war der Mähdrescher grundsätzlich schneller als ich. So kann ich jetzt aber sagen, ich sehe, der Mähdrescher ist unterwegs vom Helfer mit exakt, ich sag mal, 29 km/h. Dann stelle ich bei mir im Tempomat 29 km/h ein, fahre gemütlich nebenher und kann aufladen. Und ich habe mich geirrt, es war der Zirkus, wo wir hin müssen. Guckt keiner? Nö. Da, 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 da. So, und sobald wir dann auf W oder auf S drücken, ne, ist der Tempomat aus, wie es sich gehört. So, jetzt brauchen wir in den blauen Kreis hier rein. Zack, Mission erfüllt. Wir kriegen unsere 3800. Und weil wir relativ fix waren, gibt es nochmal einen Zeitbonus obendrauf. Das sind dann halt diese ehemals Profi-Hopper-Missionen, die es dann gab beim LS13, aber den Profi-Hopper gibt es ja nicht mehr. Und ich sag mal, dafür einfach dieses Fahrzeugchen, und wenn man jetzt so sagt, okay, 4000, sagen wir mal, wir kriegen 4000 pro Mission, müssen also 20 Missionen roundabout machen, um die Kosten für das Fahrzeug wieder reinzukriegen. Außer die Unterhaltskosten natürlich, die müssen wir auch noch irgendwo anders herholen. Aber für die Unterhaltskosten habe ich noch eine andere Idee und die machen wir ja mal jetzt. Denn, ich bin nicht ganz blöd, also nicht ganz, gibt noch platzierbare Objekte. Und zwar gibt es dann hier dieses Bienenhaus. Kostet uns 20.000, kostet uns pro Tag Unterhaltskosten. Hier ploppt gerade irgendwas anderes auf. So, da bin ich wieder. Ich bin gerade aus dem Programm rausgeflogen, keine Ahnung warum. Hat aber nichts mit dem Spiel zu tun, das war irgendein blödes Ding, was sich geöffnet hat. Also wir waren bei dem Bienenhaus. So, kostet uns 20.000 pro Tag, Unterhaltskosten 8 Euro, aber pro Stunde kriegen wir 30 Euro dafür rein. Sprich, nach einer Stunde haben wir auf jeden Fall die Betriebskosten für einen Tag drinne und
wir kriegen ordentlich Kohle. Und ich sag mal, wenn wir jetzt 45.000 Euro haben, kaufen wir uns einfach ein Bienenhaus davon, begeben uns Richtung. Na, ich bin ein geiziger Bauer, ich will das alles für mich haben. Halt, hier lang. Genau. Und wir haben ja hier hinten mal so schöne Flächen, die mir also persönlich gefallen. Und ich würde sagen, komm, klatschen wir einfach hier in den Zaun rein unsere Imkerhütten. So, schön hier hinten. Das haben wir vorne genug Platz. Zack, eine steht. Die zweite stellen wir jetzt nicht hin. Könnte man jetzt noch daneben stellen oder hier rein. Machen wir jetzt nicht, weil eine reicht. 20.000. Damit kriegen wir jetzt auf jeden Fall 80 Euro pro Stunde oder 30 Euro pro Stunde mal dazu. Sprich, mehr als genug. Könnte unter Umständen die Kosten für einen Helfer, wenn er jetzt nur mit Grubber oder Flug unterwegs ist, ausgleichen. Vielleicht auch nur die Spritkosten von ihm, aber egal, auf jeden Fall hilft es uns nicht ganz mit dem Miesen oder ganz in die Miese reinzukommen. Ich weiß jetzt nur nicht, wie er es verrechnet. Also entweder verrechnet er es wirklich, dass wir einmal pro Stunde zack Summe X raufkriegen, oder es wird wirklich pro Sekunde, pro Tick, wie auch immer, durchgerechnet. Mal gucken, wo wir dabei sind. Vielleicht ist unser Bob. Bob ist fast fertig. Oder ob wir pro Tick irgendeine Summe draufkriegen und das direkt verrechnet wird, dass wir deswegen hier bloß pro Tick, ich sag mal, immer um 1 Euro nach unten sacken. Ich hätte vielleicht gucken sollen, ob wir dafür mehr kriegen. Mais in die Reederei, ja, das wären aber 90 Tonnen und wir haben auf Lager, wir gucken mal, Mais 8 Tonnen. Zu wenig. Also ich glaube, diese Liefer uns XY-Missionen können wir erstmal aus. Also diese Mission im Sinne von Liefer uns Menge X von Ressource Y können wir erstmal vergessen. Das bringt einfach nichts. Wir fahren jetzt einmal zurück mit dem Trecker. Parken den bei uns ab. Und machen dann mal mit der Aussaat weiter auf dem zweiten Feld. Ich überlege ja, was wir machen. Jetzt haben wir Raps auf dem einen Feld. Wir könnten natürlich Weizen mal wieder anpflanzen. Maiskartoffeln, Rüben können wir ja eh erstmal vergessen, weil wir die sowieso nicht ernten können, ohne passende Erntemaschinen. Also Rüben könnten wir pflanzen, aber bringt nichts, da fehlt uns ja die Erntemaschine zu. Mais fehlt uns ja auch die Erntemaschine zu, wir haben kein Maisgebiss vorne dran oder ein Häcksler. Wobei Häcksler würde ich eher später machen. Dann vielleicht mit Curseplay, obwohl Häcksler kriegt man noch mit dem Helfer hin. Der Helfer sitzt im Häcksler drin und man fährt selber nebenbei. Dann, ja, müssen wir gucken. Aber erstmal konzentrieren wir uns auf diese Arbeit. Und vielleicht kriegen wir so ein bisschen was mehr Geld zusammen. Also ich hoffe mal, dass wir dann so an die Kosten rankommen für den Scorpion King. Also für die große Holzerntemaschine. Denn ich will nicht mit der Kettensäge und dem anderen Gerät da rumhantieren. Könnte man auch. Aber ich weiß auch nicht. Also, Scorpion King ist ein bisschen schneller. Wobei muss man jetzt dazu sagen, im Singleplayer ist alles nicht ganz so schlimm, wie ihr es vielleicht von Multiplayer-Maps ja gehört habt oder kennt. Also, Multiplayer hat weitaus größere Probleme aktuell noch. Zum Beispiel ist der Güterbahnhof im Multiplayer komplett verbuggt. Man kann dort nichts abgeben. Wir hatten gestern auch bei uns auf dem Server das Problem. Wir haben super Angebot bekommen, große Nachfrage zur Abgabe beim Güterbahnhof und wir konnten es nicht abgeben. Weil das System glaubt, der Zug, der da steht, also bei den Güterbahnhofen, bei der Sägemühle stehen Züge. Und wenn die voll sind, muss man die manuell abschicken. Das Problem ist wohl, dass der Güterbahnhof, der Zug, der Trigger glaubt, der Zug ist voll. Und so, wenn man den wegschickt, glaubt er immer noch, der Zug ist voll. Also er wird nicht gelöscht. Dementsprechend kann man dann nichts mehr abladen, weil er sagt ja, ich bin voll, ich kann nichts mehr entgegennehmen. Das ist ein bisschen blöd. Dementsprechend, oh, unser Helfer ist fertig. Sehe ich gerade, weil die Kosten gehen nicht runter. Bob hat fertig gearbeitet. Sehr schön, Bob. Wie gesagt, deswegen ist der Güterbahnhof im Multiplayer verbuggt, genauso wie die Bäume. Sind jetzt nicht verbuggt, aber wenn ich es richtig beurteile, ist es so, dass die Bäume aktuell das Problem haben, dass ein Baum alle Tick nachgefragt wird, wo befindet er sich. Wenn ich jetzt einen Baum zersäge in, ich sag mal, fünf Teile, ist für das System sind plötzlich fünf Bäume da, wo jeder Tick überprüft wird, wo befinden sich diese fünf Bäume. Wenn ich jetzt also, ich sag mal, einen Baum in fünf Teile zerlege und ich brauche 50 kleine Teile, um damit meinen Ladewagen vollzukriegen, habe ich 50 zusätzliche Bäume geschaffen, deren Position vom System erst überprüft werden muss.
zusätzlich zu allen anderen Sachen, die im Multiplayer gemacht werden müssen. Und das bringt die Engine wohl an ihre Grenzen, gerade wenn es denn dabei geht um Server und ich habe einen Stream gesehen, also da, wo denen das auch aufgefallen ist. Und im Stream hatten die das Problem, sie haben fast, ich zeig's mal auf der Map, ihr seht ja bei Feld 1 südlich davon diese große bräunliche Fläche, also neben Feld 11 und Feld 18 links daneben und unter Feld 1, den ganzen Waldbereich haben die weggeholzt auf einmal. Und da stehen, ich glaube, 40, 50 Bäume. Also haben sie mal mit eben 500 Bäume geschaffen, wenn sie jetzt sozusagen mal wirklich in 5 Teile geteilt haben, haben die 500, nee, mehr, wenn sie 10 Teile hätten, sie 50, was sind denn das? 50 Bäume stehen da, 5 Teile sind 250 Bäume? Nee, 2500 Bäume, scheiße. 2500 Bäume geschaffen. Kopfrechnen will gelernt sein. Fällt mir gerade ein. Also 2500 Bäume sind geschaffen worden und die muss das System alle Tick überprüfen. Und das schafft wohl die Engine nicht. Also wenn ihr auf dem Multiplayer unterwegs seid, Helferlein, dann sorgt bitte dafür, dass ihr nicht dieses Problem habt, dass eure Ernte, dass ihr so viele Bäume da rumstehen habt. Weil, wie gesagt, das bringt die Engine aktuell ein bisschen an die Grenzen ihrer Machbarkeit. Dazu kommen noch, okay, ein, zwei kleinere Bugs kommen noch mit rein, aber wenn ich, wie ich Giants einschätze, arbeiten die aktuell wirklich mit Hochdruck dran, aber das Ganze auch mit einer ordentlichen Qualität abzuliefern. Und dann wollen wir denen das auch lassen. Also ich muss wieder auffüllen, verdammt. Ja, im Kreis drehen. Ah, nicht übers Feld. Verdammt. Arbeiten die gerade mit Hochdruck dran, um zumindest die Probleme zu beseitigen. Gerade im Multiplayer, viele sagen ja, dass das LS ein Multiplayer-Spiel ist. Ich persönlich finde es nicht, dass es primär ein Multiplayer-Spiel ist. Für mich ist es primär ein Singleplayer-Spiel, was man mit Freunden zusammenspielen kann, aber nicht muss. Andere gehen hin und sagen, es ist primär ein Multiplayer-Spiel. Finde ich jetzt nicht. Wir machen mal voll. Aber natürlich, Multiplayer ist ein großer Aspekt des Spiels, nicht der primäre Aspekt, aber ein großer Aspekt. Und dann muss Giants zusehen, dass sie gerade diese Sachen wie verbuggte Abladestellen oder verbuggte Probleme mit der Engine, Performance-Probleme mit der Engine, dass sie die abschafft. Also da müssen sie für sorgen. Es gibt wohl auch Sachen wie, dass das Synchro-Probleme im Multiplayer stelle ich jetzt mal hinten an, weil ganz im Ernst, wenn ich ein Synchro-Problem habe, also dass wenn ich jetzt einen Baum fälle, sagen wir mal, ich fälle jetzt einen Baum, entaste den Baum, dann sehen meine Mitspieler nicht, dass der entastet wurde. Für die ist der noch voll mit Ästen. Kann die aber auch egal sein, den Leuten, weil wenn ich sage, ich habe ihn entastet und ich kriege es verladen und komme damit zurecht, dann ist alles in Ordnung. Oder, dass wenn ich das Licht einschalte, meine Mitspieler sehen das nicht. Kann aber auch egal sein, finde ich zumindest. Weil das ist doch egal, ob ich nachts mit Licht rumfahre. Wäre natürlich schön, wenn die sehen, dass ich Licht anhabe, aber muss nicht sein, finde ich zumindest. So, wir pflanzen hier doch Raps an, warum auch immer. Ich habe ja falsche vergessen zu wechseln, ich gebe es zu. Aber ein anderer Bug, der auf jeden Fall behoben werden muss, finde ich zumindest, ist der, dass wenn man im Multiplayer unterwegs ist und man hat ist am Säen, buggt es manchmal rum, dass das Saatgut geändert wird, mitten im Aussäen. Das hatten wir gestern bei uns gehabt. Wir wollten hier, ich glaube, auch Raps ansäen. Und mittendrin hat man ein Stück Wiese, ein Stück Zuckerrüben und ein Stück Mais. So, also nur kleine Flächen. Nur so Meter mal Meter vielleicht. Also ein kleiner Quadratmeter oder 4 Quadratmeter. Mehr nicht. Sag mal, mit Rüben und Mais ist kein Problem. Na, wenn man das ganze Feld abgeerntet hat, sät man oder grubbert man einfach drüber, gut ist. Aber die Wiese ist das Problem, weil da kann man nicht drüber grubbern, um die wegzukriegen. Die muss man umflügen und natürlich, wie die meisten Spieler, haben wir am Anfang natürlich unsere Flüge verkauft. Oder unseren Flug. So, und das war's auch schon wieder für diese Folge. Ich werde mal offscreen jetzt hier das Feld aussäen. Da müsst ihr mir aber nicht zugucken. Reicht schon, wenn ihr das beim nächsten Feld seht, was noch größer ist. Also das werde ich offscreen weitermachen und wir sehen uns dann am Montag in der nächsten Folge wieder. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der ersten Mission, die wir abgeschlossen haben. Wir haben ein bisschen was Geld eingenommen.
Und das war's auch schon wieder. Euch wünsche ich ein schönes Wochenende. Ich hoffe, jetzt heute, wir haben Donnerstag übrigens für mich. Heute spielen die Bengals gegen die Cleveland Browns. Ich hoffe natürlich, die Bengals gewinnen, damit sie Tabellenführer bleiben. Denn es wird langsam eng für die Playoffs. Wenn sie das Spiel verkacken, sehe ich für die Playoffs schwarz. Also, ich schaue jetzt gleich eine Runde Football. Euch wünsche ich ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns dann morgen im Livestream, nicht vergessen. Morgen um 17 Uhr Livestream. Wir spielen Red and Hard, weil das kann ich ja nicht mehr ausstrahlen. Also als YouTube-Video, deswegen wird es im Livestream gezockt. Also morgen 17 Uhr auf meinem Twitch-Kanal zocken wir eine Runde Red and Hard. Das heißt eine Runde, wir spielen es komplett durch. Also ab 17 Uhr auf meinem Twitch-Kanal. Ansonsten nächste Woche Montag wieder beim LS. Also bis dann, tschö.